Gestern mal wieder seit längerer Zeit ein paar Videos geguckt von Markus Söder Krall, so in Zusammenfassung, was er so die letzten ein, zwei, halbes Jahr oder Jahr an Interviews gegeben hat. In einem Interview unlängst auf so einem anderen Kanal, ich habe jetzt den Namen vergessen. Ja, auch so ein bisschen Crash-Prophet-mäßig, aber im positiven Sinne. Wie heißt denn jetzt nochmal? Na, egal, auf jeden Fall. Einfach googeln, dann findest du schon Markus Dr. Krall Interview und dann findest du es schon. Oder sogar mehrfach. Da sagt er, letztendlich wurde dann letztendlich das Interview abgeschlossen damit, wie lange noch der Euro. Ne? Und dann hieß es im besten Fall ein paar Quartale und im schlimmsten Fall ein paar Jahre. Das ist natürlich immer so eine schöne Antwort. Ne? So eine Ja und Nein zugleich Antwort. Oh, jetzt ist es ein bisschen laut. Und so gesehen, und hier ist wieder kein Licht, egal. Ja, okay. Auf jeden Fall so gesehen. Aber jetzt mal nicht, also mal jetzt nicht lustig ins Lustige zu ziehen, das Ganze. Ich meine, es ist schon relativ ernst, weil mittlerweile werden ja auch ganz andere Stimmen laut, ja, die sagen, okay, hier gibt es eventuell ernsthafte Probleme. Ja, also so Bodo Schäfer und Dr. Werner Sinn und so, ne? Also letztendlich Dr. Krall, Dr. Werner Sinn, Bodo Schäfer, das sind ja eigentlich Leute, die man also noch nie zusammen in Interviews oder sowas ge gesehen hat. Ja, also das sind quasi jetzt Leute, die aus unterschiedlichen, man könnte vielleicht sagen, na, Social Media Blasen entstammen. Ja. Sozusagen, also die komplett unterschiedliche Leute konsumieren, ja, die jeweils den anderen gar nicht kennen. Also ich zufälligerweise kenne halt jetzt, aber ja, also es gibt viele, die ich kenne, die sind totaler Fan von Bodo Schäfer, aber die haben nie was von Dr. Krall gehört. Es gibt viele, die followen halt Dr. Krall seit Ewigkeiten und totaler Fan, und nie was von Bodo Schäfer gehört. Wer ist, was soll das sein? Ja? Aber mittlerweile, ja, es ist halt sehr interessant, ne? Wie plötzlich aus unterschiedlichen, ja, wie soll ich das jetzt sagen, aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, ja, also der eine ist normalerweise mehr das, der andere mehr das, aber alle irgendwo langsam dahinter kommen, dass da was nicht stimmen könnte und, oder dass mal die Uhr rückwärts läuft, was also unser Geldsystem so betrifft. Es geht eigentlich nur noch darum, wie wird es abgewickelt, ja. Wird es irgendwie hingebogen oder nicht mehr? Und aber die Uhr läuft auf jeden Fall rückwärts, mehr oder weniger, oder beziehungsweise Inflation könnte sein, dass es schlimmer wird und so weiter. Ja. Und da sind so Überlappungen, wo sie sich mehr oder weniger alle einig sind. Und das ist natürlich dann schon diese Überlappungen, ja, die sollte man sich dann vielleicht noch mal etwas näher angucken oder etwas mehr zu Herzen nehmen. Ja. Und weil das ist natürlich dann schon sehr interessant, ja. Also wenn man quasi Experten, die viel Ahnung haben, die auch sehr gut vernetzt sind mit anderen Unternehmern und Reichen und Investoren und so weiter, wenn die aber miteinander gar nichts zu tun haben,